Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fessil. Ich habe jetzt offscreen mal die Einheiten ein bisschen weiter trainiert und dabei hat sich hier oben ein Event freigeschalten, beziehungsweise eine Jagd. Ich weiß allerdings nicht, welche mächtigen Monster hier auf uns warten, denn das Gegnerlevel ist nicht aufgedeckt. Es stand auch gerade in einer Beschreibung, die bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe zu sehen war, stand auch drinne, dass es sich hier um eine schwierige Jagd handelt. Ich hatte aber immer überlegt, dass das vielleicht mal was anderes wäre, als weiter der Hauptstory zu folgen. Daher würde ich das hier als kleine Zwischenfolge einschieben, dass wir einmal uns auf eine Jagd begeben. Oha, das ist ein bisschen aus dem Bildschirm. Ist wohl zu lang. Keine Ahnung, warum das jetzt so weit weg ist. Aber ist eigentlich alles richtig eingestellt. So, welches Level erwartet uns denn da? Level 38, 37... 42, das könnte schwieriger werden. Aber sonst ist nichts weiter hier. 3 Monster zu bekämpfen und wir dürfen 6 Einheiten einsetzen. Das klingt erstmal machbar. In meinem Größenwahn behaupte ich das jetzt mal. Wen nehmen wir denn da? So richtige Fernkämpfer habe ich aktuell gar nicht. Ich würde auch ungern jetzt die Level 40er einsetzen, weil wenn die jetzt noch ein Level steigen, kommen die anderen wieder nicht hinterher. Ich bin nämlich noch dabei, die etwas Schwächeren jetzt langsam in Richtung Level 40 zu bewegen. Mehr schlecht als recht. Es sind ja doch einige etwas abgeschlagen, wenn man sich hier zum Beispiel Lilima anguckt. Immer noch Level 19. Und wir sind ja inzwischen kurz vor Level 40 für fast alle. 2 Leute haben das schon. Nutzen wir mal die Gelegenheit und leveln die anderen auch ein bisschen auf. Aber die 40er, wie gesagt, nicht. Na gut, außer Lana, wir brauchen jemanden zum... Ach nee, wir können Lana nicht reinnehmen. Ich muss jemand anderen für Lana einsetzen. Nehmen wir Viktor. Der kann auch ein bisschen zaubern. Mir geht es nämlich gerade um die Heilung. Wir könnten eigentlich mal Lili einsetzen. Sie kann auch heilen, wenn nicht unbedingt gut, aber sie kann es. Und wir nehmen Yates noch dazu, der eben verzeihen kann. Schauen wir mal, wie die Konstellation funktioniert. Aello. Interessanter Name. Das war mal eine andere Art der Animation. Wirkte leicht verpixelt, aber... Wow! Hat fast alle eingeschläfert. Moment mal. Das geht so nicht. Oh Gott, wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt ist mein Heiler. Ich hoffe, er kann schon Allheilmittel. Ich hab's vergessen. Ich bin schon eine Weile nicht mehr eingesetzt. Ich weiß nicht, ob er das kann. Oh, Gott sei Dank. So, Curie ist als nächstes dran. Diesen Nahkämpfer. Und stellen wir sie hier. Da kann sie nichts machen, aber Seelenmagie. Das heißt, sie bleibt erstmal hier. Und erhöht die Verteidigung.
Es ist immer schwer, alle zu erwischen. Die stehen gerade sehr ungünstig. Kann erstmal nur auf die beiden. Also auf sich selbst. Und Viktor. Jetzt werden wir sehen, ob Curie auch nach unten zielen kann. Das ist ja immer noch ein Punkt, der mich so ein bisschen immer ärgert, weil das nicht geht. Ich meine, sie hat freie Sicht. Warum geht das nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt ist Curie schon dran und dann kann sie nichts machen. Können wir vielleicht einen Stein werfen? Geht das immerhin? Eventuell? Noch nicht mal das geht. Ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Autsch, das tat weh. Ah, jetzt kann sie noch nicht mal richtig in die Nähe. Genau, die Falschen, das will ich nicht. Ja, geht dann nur das hier. Boah, die haben echt viele Lebenspunkte. Kann sein, dass sich das eine Weile zieht. Nein, da fällt Lilly schon. Sie hat nichts machen können bisher. Okay, Moment. Wir haben doch hier unser Liebling. Wir haben die Falle verwurzeln oder bluten. Ach, klar, das erfolgt. Flieger sind so lästig. Ih, was war das denn? Ach, das sind ja alles Flieger. Da nützt mir ein Feinleger gar nichts. Okay, der Tröter muss weg. Der kann heilen. Das läuft ja mal nicht so gut. Das Problem ist auch, wenn ich das hier verliere, ist die Jagd hinfällig. Also, die gibt's dann nicht mehr. Das ist im Grunde eine einmalige Geschichte, eine einmalige Chance, das hier zu machen. Und dann war's das. Deshalb würde ich das hier schon gerne schaffen, denn man bekommt dafür, wenn man es denn schafft, hochwertige Gegenstände oder vielleicht sogar Ausrüstungsgegenstände. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, ich habe noch nie eine Jagd gemacht, daher wollte ich euch das einmal zeigen. Oh, nein, wirklich? Warum? Das läuft ja mal so gar nicht gut. Ich hätte doch Lana mit reinnehmen sollen. Und jetzt ist Curie auch noch gegen mich. Ich muss gestehen, mein Mitleid hält sich gerade in Grenzen. So fies das auch ist. Ich gehe mal hier hin. Die können ja fliegen. Eigentlich ist es völlig egal, wo ich hingehe.
Ich will eigentlich den Tröter loswerden. Der hat eine Erdschwäche. Oh, das könnten wir versuchen. Eine Erdschwäche. Na, mal gucken, ob du nach unten zaubern kannst. Er kann das. Das ist doch merkwürdig. Ist nicht besonders gut, aber immerhin. Ich beschwere mich jetzt besser nicht. Sauerei! Sie hat gerade mal jemanden wiederbeleben können, mehr noch nicht. Oh nein. Yates. Yates ist gefallen. Aber er lebt komischerweise noch. Wow. Ich hätte nicht erwartet, dass er freiwillig da in die Falle schwebt. Nützt nur nichts, wenn nur noch Anadine und Victor übrig bleiben. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder einen Gegenstand verwenden. Phönixasche. Es ist nur die Frage, wen nimmt man da? Lily wäre als nächstes nochmal dran. Oder man nimmt Yates. Aber Lily kann wiederbeleben. Sofern sie natürlich genügend Magiepunkte hat. Wir nehmen Lily. Sie hält nicht viel aus, aber sie kann wiederbeleben. Und das war jetzt meine letzte Phönixasche, wenn ich richtig mitgezählt habe. Nein! Was habe ich denn hier für ein Pech? Wie gemein! Ja, das war, glaube ich, die letzte, ne? Ja. Nein! Das ist so gemein. Na gut, schaffen wir dann wenigstens die Tröte. Ich will wenigstens die Tröte schaffen. Auch wenn das keinen Unterschied macht beim Verlieren. Uns nützt noch nicht mal das Level ab. Das ist so traurig. Dass man nicht mal aus Niederlagen lernen kann. Ich fürchte, ich kriege ihn nicht vorher, oder? Gift. Gift hat ihn ausreichend geschwächt. Ich will aus Prinzip, auch wenn es mir nichts bringt, ich will dich loswerden. Geh weg! Wache für meine Kameraden! Yay! So, jetzt erwarten wir das Ende. Wenigstens kam es schnell. Ach, so viel dazu, dass ich euch eine Jagd zeigen wollte. Oha, er hat das gespeichert. Ich meine, er bietet uns das ja an. Ich hab ihn nicht gezwungen, ne? Wollen wir es nochmal versuchen? Komm, wir versuchen es nochmal. Aber diesmal... Dann steigen halt meine Level 40er auf. Ist mir jetzt egal. Jetzt kommen alle Damage-Dealer rein. Soviel zu, die Jagd ist eine einmalige Geschichte. So, Victor hat sich doch ganz gut geschlagen. Den könnten wir ja einfach aus Prinzip schon mal mit reinnehmen. Dann Endor. Eigentlich könnten wir ja alle hier unten aufreihen. Die Flieger kommen ja eh runter. Also was nützt es da, mich auf verschiedenen Ebenen hinzustellen? Ja, einen Feinsteller brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber er ist ein Fernkämpfer. Wenn er denn zum Zug kommt, das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. So, Lana auf jeden Fall. Ja, nehmen wir Curie einfach nochmal rein. Die macht ja gut Schaden. Ich hoffe, sie lässt sich nicht wieder bezirzen. Ja, erstmal wieder alle einschläfern. Aber man merkt richtig den Unterschied in der Animation, oder? Sieht so gänzlich anders aus.
So, was mag... Okay, das ist anscheinend zu hoch. So, jetzt aber. Was mag denn der Vogel nicht? Bestimmt kein Donner, oder? Ja, er mag kein Donner. Oh, was? Magie ausweichen. Wie gemein! Das habe ich ja vorhin gar nicht bemerkt. Dann kriegst du einen Dolch... Ah, der kein Blut verursacht. Ah, Fluch über dich! Fluch! Ich kann dich nicht angreifen, ich kann dich nicht verzaubern, aber ich kann mit Stein schmeißen. Moment, bringt das überhaupt was? 50 Schaden? War da nicht mein Dolch sinnvoller? 54, Na gut, nehmen wir den Dolch. Nein! Nein! Victor, warum? Wieso verfehlst du? Der Vogel stand direkt vor dir, wie kannst du da verfehlen? Einmal mit Profis arbeiten. So, dass sie ihn nicht runterzaubern kann, wissen wir ja schon. Also ab nach unten mit ihr und wir können nichts machen. Juhu. Können wir einen Stein werfen? Auch nicht. Okay. Moment, wir können aber hier mal kurz aufwecken. Können einem ausweichen? Das gibt's ja nicht. Dem kann er auch ausweichen. Ist jetzt egal. Das gibt's nicht. Ernsthaft? Endor, sag mal, hallo? Du stehst direkt daneben? Ich meine, dass die Tröte ausweicht, damit habe ich ja schon gerechnet. Aber der Vogel, wirklich? Ich habe so das dumpfe Gefühl, das hier wird wieder nicht funktionieren. So, jetzt ist er wenigstens munter. Und ist auch direkt schon dran. Sehr gut. Der Magie kann er anscheinend nicht ausweichen. Soll ich es trotzdem mal mit einer Falle probieren oder mache ich lieber einen Angriff? Probier's mal. Hat er vorhin, oh Wunder, ja auch funktioniert. Die Reichweite geht wieder nicht. Schade, er geht genau dazwischen. Oh, verflixt, der ist ja doppelt dran. Oh je, damit haben wir Level 41. Ach. So, kommt jetzt mal bitte jemand hier zwischen uns? Nein, anscheinend nicht.
Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Na gut. Ich glaube, wir konzentrieren uns mal auf den Vogel. Ich bleib mal hier. Du entkommst hier nicht, Freundchen. Geh mir weg mit deinem Dominieren. Haben wir ja schon mal Nummer 1 geschafft. Ah, Gott sei Dank. Dann sehen wir mal zu, dass wir Elmdor wieder kriegen. Vorher ist der Trödrich dran. Ist jetzt die Frage, wie viel Schaden wird er machen? Und stellt er sich dazu nach vorne, um wieder beide zu erwischen? Ich heile ihn mal. Wiedergeburt kostet zu viel Magiepunkte. Und wir müssen ja gucken, der Kampf wird ja bestimmt eine Weile gehen. Ah, jetzt sieht er Lana natürlich als Konkurrenz. Als potenziellen Feind. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Dieser Fiesling, dass der zweimal darf, ist so gemein. Denkt sich vermutlich auch jeder Feind, wenn ich das mache. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht ums Prinzip. Ich darf das. Wie nicht? Ach, er weicht ja wieder einem aus, ne? Dieses Ausweichen ist echt lästig. Es muss also ein normaler Angriff sein. Fähigkeiten scheint der Auto ausweichen zu haben. Aber gut, dann kriegt er halt die Keule zu spüren. Ach nein, ich hab's noch gesehen, aber da hatte ich schon auf Bestätigen gedrückt. Er kann dem ja ausweichen. Alles, was kein normaler Angriff ist. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht wagt er einen Rückangriff. Nee, er macht einen Strahl. Oh Manno. Ich glaube, in dieser Runde kommt meine Falle nicht zum Tragen. Und nicht ran, ne? Normaler Angriff brauche ich. Schade, kriegen wir den Tröterich so nicht weg. Der hat eine Wasserschwäche und eine Dunkelschwäche. Wasser, damit können wir auf jeden Fall aufwarten. Schade um Victor. So, jetzt ist der Trödrich aber weg. Ah, das läuft doch gleich viel besser. Wir haben zwar jetzt jemanden auf Level 41, was doch ein bisschen zu hoch ist, aber naja, man kann nicht alles haben. Wir werden immerhin gewinnen. Behaupte ich jetzt mal siegesgewiss. Der hatte eine Helligkeitsschwäche, oder? Ja, nee, Moment. Das war der falsche Punkt. Nein! Oh nö, ein Reichweitenpunkt mehr. Bitte, komm schon. Von hier geht's vermutlich auch nicht, oder? Reicht auch nicht. Na gut. Na, gehst du in die Falle? Oh, so knapp! Nur eins daneben.
Ärgerlich. Okay, der weicht jetzt Normalattacken aus. Es müssen also Fähigkeitenattacken sein. Ich hab verstanden. Moment mal. Könnte ich ihn... Ah, ich kann ihn nicht reinschubsen. Schade. Dann erwische ich Curie und das macht nicht wirklich viel Schaden. Achso, Moment, er weicht ja normalen Attacken aus. Ha! Wir haben's geschafft! Nein, was? Oh. Verflixt noch eins, der hatte Wiedergeburt. Wiederbeleben, was auch immer. Na warte, Freundchen. Nein, es muss ja ein anderer Angriff sein. Der da. So, jetzt aber. Du versagst mir meinen Sieg nicht. Aha. Ha, wir haben gesiegt. Wie schön. Was kriegen wir denn an wertvoller Beute? Gleichstrom. Sieht aus wie ein Ausrüstungsgegenstand. Drachenblutsaft und aufgeladener Kristall. Ja, das ist nicht so häufig. Pilzleder kriegen wir allerdings relativ schnell. Okay, das hat sich doch mal irgendwie ein bisschen gelohnt, oder? So, aber dann haben wir genug geplänkelt. In der nächsten Folge gehen wir zu den Hügeln von Gillig. Und dann wird's ernst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!